Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute geht es um meine Backup-Sammlung. Ich wollte euch einfach zeigen, was ich da so in meinem Backup-Schrank liegen habe. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja. Also, ich habe meine ganzen Sachen im Badezimmer gehabt, habe sie aber jetzt rübergeholt und in meinen Kinderkleiderschrank reingeschmissen sozusagen. Ich zeige euch das mal eben. Ich binde mal eben meine Haare zusammen, damit sie mir nicht ins Gesicht fallen, wenn ich euch jetzt hier mitnehme. Hier steht hier eigentlich alles voll. Was heißt voll? Meine Sammlung ist gar nicht so groß, wenn ich die Sammlung mit anderen YouTubern vergleiche. Aber trotzdem muss da eine Ordnung rein. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich hole die Sachen erstmal alle raus und dann sortieren wir die ein. Beziehungsweise ich. So, das ist der erste Bereich. Und zwar ist das der oberste Bereich. Da habe ich früher meiner Kleinen immer die Kleider aufgehangen und die Jäckchen. Und weil ich da sehr, sehr schnell drankomme, einfach drankomme, werde ich hier meine It-Work-Sachen aufbewahren. Das heißt, das sind halt Sachen, mit denen ich arbeite. Da sind zum Beispiel ein kleiner Vorrat an Bodywraps, ein kleiner Vorrat an Facial Gesichtswraps und dann habe ich hier noch ein Defining Gel, Fab Wrap, Toner, noch kleine Tuben Defining Gel Pröbchen. Und die Stelle lasse ich frei, weil ich noch eine Bestellung erwarte. Hier, Keto-Kaffee kommt auch noch mit rein. Das sind halt so Sachen, die ich verschicke oder wenn Kunden zu mir kommen, dass ich die dann sofort greifbar habe. So, und deswegen gehen wir jetzt eine Etage tiefer. So, das ist jetzt die zweite Abteilung, die zweite Etage. Da habe ich schon mal die Produkte von Christine Kaufmann aufgebaut. Die lasse ich auch da. Die habe ich alle in einem Sale ergattern können. Leider ist die Christine Kaufmann verstorben vor nicht zu einer zu langer Zeit. Und ich war halt... Oh, ich komme mal eben rüber. Und zwar war ich, was heißt großer Fan, aber ich habe sie einfach gemocht. Ich mochte ihre Filme, ich mochte ihre Art. Natürlich sah sie, also sie hatte wirklich eine ganz tolle Ausstrahlung. Und ich mochte auch schon seit Jahren ihre Produkte, seit sie die herausgebracht hat. Und die Linien haben sich immer geändert. Erstmal war es, ich glaube, Wellness Care hieß die Linie. Die zweite Linie... weiß ich nicht. Das ist jetzt quasi, glaube ich, die dritte Linie. Und nachdem Christine Kaufmann verstorben ist, hat sie den Shop eigentlich die Tochter übernehmen wollen, die Curtis. Wie heißt sie nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall war sie schon mal im Dschungelcamp. Aber irgendwie, ich weiß nicht, sie hat dann beschlossen, diesen Shop zu schließen. Finde ich sehr schade, weil ich die Sachen eigentlich sehr, sehr gerne mochte. Und die Produkte wurden dann im Sale verkauft und da habe ich natürlich zugeschlagen. Die Produkte sind jetzt hier, die werde ich auf jeden Fall alle baldmöglichst nutzen, wenn die anderen Sachen aufgebraucht sind. So viel zum Tratsch und Klatsch. Genau, also das sind die Produkte von Christine Kaufmann. Das ist eine All-Over-Body-Cream in der Duftrichtung Ginger. Dann habe ich hier Christine Kaufmann die Brightening Lotion. Das ist die Schüttellotion. Die habe ich auch ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber die habe ich seitdem entdeckt und nutze sie dann auch hin und wieder. Dann haben wir hier das Oily Waschgel. Hier haben wir noch eine Macadamia Witch Flute. Das ist eine Gesichtspflege. Dann haben wir hier die Energizing Cream und die Smoothing Cream und Argan Oil. Christine Kaufmann bleibt hier bei mir in der Nähe
weil ich die Produkte wirklich sehr, sehr gerne mag. Und ich traue mich schon gar nicht, diese anzubrechen, weil es ist doch schon eine Erinnerung für mich. Haltet mich für verrückt, aber das ist nun mal so. Ich mochte Christine Kaufmann und bin da auch sehr, sehr traurig drüber, dass sie nicht mehr unter uns weilt. Hier haben wir ein Körperöl von der Firma Nature. Dann haben wir hier noch Rituals of Sakura und die Rituals Körperpflege. Die liebe ich. Also die ist hier noch ungeöffnet. Ich mag einfach diese Körpercremes von Rituals, egal welche Duftrichtung. Ich weiß nicht, warum die alle so gut riechen. davon habe ich eine auch in Verwendung. Mal gucken, ob ich hier unten noch eine habe. Ne, ich glaube, ich habe nur zwei. Die anderen habe ich aufgebraucht. Dann kommen wir zu dem Bereich, hoppala, fällt mir alles raus. Hier werde ich übrigens Körperpflege aufbewahren. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel von Naturebox die Body Lotion, die bleibt auch hier. Dann haben wir dieses Regenerationsöl, das ist ein straffendes Körperöl. Das kommt weg. Dann haben wir hier von Rituals die, dieses Body Oil von Chakra. Oil Indian Rose and Sweet Almond Oil. Und da habe ich zwei Stück von. Dann habe ich hier von The Body Shop, das war in einer Box drin, Almond, also Mandelmilch und Body Joghurt, Körperjoghurt. Dann hier von Yves Rocher die Witch Cream, auch eine ganz tolle Körperpflege. Das ist schon meine zweite Flasche, mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dann habe ich hier von Dr. Bronners Orangen-Lavendel Biokörperlotion. Dann habe ich von Dresdner Essenz, das ist auch eine Körperlotion, After Sun Body Lotion. Ich mag ja die Badesalze von Dresdner Essenz sehr gerne. Die habe ich mir auch im Backup gekauft. Welche war das? Diese hier, genau. Die liebe ich, das sind meine allerliebsten Badesalze. Leider sind sie aus dem Sortiment gegangen. Ich habe hier eine Bodylotion erwischen können und ja, genau. Da bin ich auch sehr froh drum. Als nächstes habe ich dann noch hier von Rituals ebenfalls eine Bodycream. Rituals of Banyu, das ist eine Limited Edition gewesen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber ich muss sagen, sie riecht sehr, so ein bisschen anders, nicht so üblich wie die anderen Body Creams, weil, ja, es riecht etwas frischer. Ich glaube, Männer könnten die auch benutzen. So, dann habe ich hier noch von der Firma Savon Stories, glaube ich. Das ist eine Seife und diese Seife wendet man an, indem man damit auf die Haut massiert, also mit der Seife über die Haut drüber geht und dann verwandelt sie sich angeblich in eine pflegende Körperlotion, so wie ich das hier lesen kann. Also kommt sie auch hier in diese Abteilung. So, dann habe ich hier noch eine Kiste von Rituals und hier sind noch verschiedene Produkte von Rituals drin. Einmal die Body Cream, dann haben wir hier noch das Duschöl, Schaumdusche und was ist das? Ein Shampoo. Genau, die werde ich dann auch einfach mal hier oben aufbewahren, weil hier noch sehr, sehr viel Platz ist. Und ich glaube, was kann ich denn da noch aufbewahren? Ich glaube, hier werde ich noch die Handcremes aufbewahren. Und zwar
habe ich hier wieder von Rituals, Ritual of Karma. Das ist eine Handcreme, genau. Dann habe ich hier noch eine Handcreme und zwar Rituals of Sakura. Und ich glaube, ich hatte noch eine irgendwo. Ja, genau. Und zwar Rituals of Ayurveda. Genau, die werde ich dann hier oben aufbewahren. Und weil wir schon bei den Handcremes sind, werde ich hier noch eine aufbewahren. Und zwar ist die von Yves Rocher. Eine Olivenhandcreme. Dann habe ich hier noch ein Massageöl gefunden, war auch in einer Box drin, von Kneipp. Liang Liang, kommt auch hier oben hin. Ja, ich glaube, ich packe hier noch die Gesichtspflege mit rein, oder? Gesichtspflege? Ja, Gesichtspflege. Hier habe ich zum Beispiel von L'Oreal noch. Ach, das steht eigentlich noch schon lange hier in meinem Schrank. Ich komme aber irgendwie nicht dazu, die zu nutzen. Und zwar Hydrogenious Aloe Water. Genau, ja, die stecke ich dann auch einfach mal hier rein. So. Ist ja eigentlich auch egal, wo es steht. So, dann haben wir hier noch ein Gesichtspflegeprodukt und zwar das hier, genau. Das ist zum Beispiel von Contorno eine Augenpflege. Das war in der Vegan Beauty Basket, glaube ich. Und dann habe ich hier noch von Rituals eine Gesichtspflege. War auch in einer Box drin. Und habe ich noch etwas? Doch, hier, dieses Karotten-, Brokkoli- und Chiaöl fürs Gesicht. Superfood für die Haut. Dann habe ich hier noch ein Pflegeöl von Freiöl, eine Probe. Kommt auch hier rein. Soll ich dann noch was mit reinpacken? Ja, ich packe jetzt einfach mal mein Magic Finish Make-up Fond de Teint rein von M. Assam. Habe ich mir ein Backup geholt. Und hier noch der Perfect Turn Primer, auch von M. Assam. Hier eine Pflege. Ich weiß jetzt nicht, ob das für eine Gesichtspflege ist. Oder Körperpflege, aber das lässt sich dann leicht feststellen. Und da kommt noch dieses tolle Teil rein. Und zwar ist das von Lima. Die Firma Lima, das ist eine Seife für die, ja, für die Gesichtsreinigung. Kommt auch mit hier oben rein. Dann von Schäbens Vitamin C Power Konzentrat. Kommt auch noch mit hier oben drauf. Dann packen wir noch die Lippenpflege mit rein, weil hier noch so viel Platz ist. Von Dresdner Essence ein Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 20. Ich gucke jetzt gerade mal, haltbar 12 Monate, passt. Ist noch in der Zeit. Und ich habe hier noch von Veleda ein Lip Balm in der Farbe Rose. So, ich glaube, wir können jetzt. Nee, Moment. Hier von der Vegan Beauty Basket Box habe ich noch hier einen ein Hand- und Lippenpflege. Genau. Jo, das war's. Dann gehen wir einfach mal eine Etage tiefer. Ich packe hier rein. Jo, ich glaube, Body Scrub kann hier bleiben. Das ist ein, ich habe keine, mein Akku ist leer. Oh, das kriege ich nicht hin. Ich glaube, ich muss stoppen, Akku ist leer. An Morgen. Weiter geht's mit Body Scrub. Body Scrub, das ist von der Firma Spun,
Bar Indulgente Sweet Lavender. Das ist ein ganz tolles Body Scrub. Das habe ich mir in Action geholt und wird auch immer wieder nachgekauft, weil es wunderbar nach Lavendel riecht. So, das ist also ein Body Peeling. Dann habe ich hier noch ein Body Peeling von Rituals. Dann habe ich hier noch ein Salt and Sculpture Scrub, also auch ein Body Peeling aus der Beauty, Vegan Beauty Basket. Dann habe ich hier noch zwei Duschgele von Balea, die After Sun Dusche, riechen wunderbar. Kaufe ich mir immer wieder nach. Dann, das habe ich in meinem letzten Haul gezeigt, das ist ein Shampoo, eine Limited Edition von Lavera. Ich glaube, hier kommen die Duschsachen hin, habe ich mir so gedacht. Und hier kommen die Haarprodukte rein. Ja, dann haben wir hier dieses Family Shampoo, das stelle ich erstmal hier hin, wird aber bald in den Gebrauch kommen. Und zwar ist das von Alverde mit Bio-Malve und Bio-Brombeere. Riecht super, super lecker nach Beere. Es ist ein strahlende Farbpracht, Doppelfarb-Elixier. Meine Haare sind gefärbt und ich färbe sie regelmäßig. Und das ist dazu da, um ja, die Farbe zu erhalten, ein bisschen länger zu erhalten. Dann habe ich hier von John Frieda Frizz Ease für Traumlocken einen Conditioner. Dann habe ich hier von Dresdner Essenz noch Tag am Meer After Sun Duschgel. Shampoo kommt hier hin, haben wir ja gesagt. Und Duschen kommen dahin. Dann habe ich hier auch aus der Vegan Beauty Basket ein Cleansing Bar in der Duftrichtung Lavendel. Dann habe ich hier von Orsi ein Miracle Beach Waves Spray, Urlaubshaar das ganze Jahr über. Ja, werde ich im Sommer benutzen, habe ich von meiner Schwester vererbt bekommen, weil sie damit nichts anfangen konnte. Dann werde ich hier eine Box hinstellen und zwar mit meinen Badesalzen. Ich habe hier von Dresdner Essenz jede Menge mir Backup gesichert. Und zwar einmal Perfekter Moment. Mein Lieblingsbadesalz, das geht aber aus dem oder ist aus dem Sortiment gegangen, deswegen habe ich mich damit sehr gut eingedeckt. Und ich finde die Dresdner Essenz Badesalze sehr, sehr schön. Die duften immer sehr gut und die schäumen auch sehr gut. Und was habe ich noch? Genau, da ist noch einer. Und dann habe ich noch von Dresdner Essenz, das ist mein allerliebstes Badesalz, Tag am Meer. Das färbt das Wasser wunderbar blau. Es riecht nach Sommer und da habe ich mich auch sehr gut eingedeckt, weil es aus dem Sortiment gegangen ist. Habe ich noch eins? Ich glaube, das war schon. Habe ich nur drei Stück? Habe ich gut eingedeckt? Nein. Das war in der letzten Vegan Beauty Basket. Das ist auch ein Badesalz. Und hier neben werde ich dann meine Masken aufbewahren. Von Dresdner Essenz eine After Sun Tuchmaske. Von Luvos Heilerde Zellaktiv Maske. Die Luvos Masken finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich im Sale ergattern können eine Vitaminmaske von Balea. Dann habe ich hier noch von der Firma Nature eine Feuchtigkeitsmaske. Und eine Aufbaumaske. Von Montagne Jeunesse eine Peel-Off-Maske mit schwarzen Algen.
Dann von Douglas eine Black is the New Black Maske, also auch eine Peel-Off-Maske. Dann habe ich aus dem Action diese Maske mir geholt. Das ist eine Bubble Mask. Dann hatte ich im Tauschpäckchen mit der lieben Alina Jasmin diese Maske bekommen von Bipa. Und zwar eine Feuchtigkeitsmaske. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die so ist, weil Bipa-Produkte bekomme ich hier so schnell nicht. Bipa gibt es bei uns nicht in der Umgebung. Dann habe ich schon von Biore eine Aktivkohlemaske, eine Minute Thermomaske. Genau, das letzte ist dann hier von Epoch viel genutzt. Das ist eine Schlammmaske. Und zwar von der Firma Epoch, aber es wird verkauft durch die Firma Nu Skin. Weiter geht's mit meinen Düften. Und zwar habe ich von J.Lo das Glow. Ich finde, im Sommer riecht das wunderbar. Es ist ein etwas schwererer Duft, finde ich. Im Sommer nutze ich es gerne. Im Winter bevorzuge ich eher etwas leichtere Düfte. Dann war in der im Tauschpäckchen mit der Alina Jasmin ebenfalls dieses hier, das Eau de Toilette von Essence Fall Back to Nature. Riecht auch wunderbar. Außerdem habe ich mich eingedeckt mit den Spirits-Düften. Und zwar, die sind nicht teuer und die sind super praktisch zum Mitnehmen, weil die in so kleinen Flakons kommen. Und ich finde, die Düfte riechen auch sehr, sehr schön. Dann habe ich also einmal hier Spirit of Wild Roses. Dann einmal Spirit of Lizzie Tangerine oder Fizzy Tangerine. Und einmal Spirit of Violet Kiss. Außerdem habe ich mal eine Rabattaktion genutzt und habe mir das Naomi Campbell geholt. Es duftet wirklich ganz anders als meine anderen Düfte. Es ist sehr, sehr pudrig, riecht aber wirklich sehr gut. Und dann habe ich hier noch ein Happy Mist, ein Spray fürs Bett. Man kann es auf ein Kopfkissen sprühen oder halt als Körperspray benutzen. Riecht auch wunderbar. Und zu guter Letzt habe ich hier eine Deo-Creme von der Firma I+M Berlin. Dann kommen hier meine Enthaarungscreme noch mit rein. Dann mein Rasierer, den ich mir gekauft habe. Ich möchte ja von den Einwegrasierern wegkommen, weil das einfach zu viel Plastik produziert, Plastikmüll. Dann habe ich hier noch eine Zahncreme, die wird auch bald in Gebrauch kommen. Und, ach ja, hier habe ich noch einen Duft aus der Vegan Beauty Basket Box. Der riecht auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, das ist von Isana Badewasserfarbe von meiner mittleren Tochter. Das hat sie sich selber gekauft von ihrem eigenen Geld. Da ist nur noch eine Tablette drin, aber sie möchte das aufbewahren. Sie möchte es nicht verbrauchen. Deswegen stelle ich das erstmal hier hin. Und dann habe ich hier noch ein Tuch, womit man dann sein Gesicht reinigen kann. Habe ich noch nicht in Verwendung, werde ich aber auch bald hier aus diesem Backup-Schrank herausnehmen. So, das war meine Backup-Sammlung. Ich habe nicht sehr viel.
wie vielleicht manch andere YouTuber, aber es reicht einfach für mich. Und wenn ich was Neues brauche, dann gehe ich halt in den Laden und kaufe es mir einfach nach. Genau. Okay, ja. Ich sehe im Moment echt scheiße aus, weil, wie gesagt, mein Akku ist gestern Abend leer gegangen und ich musste eine Nacht warten, bis mein Akku wieder vollgeladen ist, und ich bin jetzt gerade erst aufgewacht, habe weitergemacht, sehe also jeden Morgen so aus. ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.